Also, es wird sehr schwer werden. Ich kuschel hier mal die Wand, weil man weiß ja Bescheid, ne? Ja, hier haben wir auch schon mal versucht rüberzukommen. Aber das haben sie klasse mit der Alpha-Wand geregelt. Ich frage mich eigentlich, warum wir nicht schon längst wieder eine Rakete in den Pötter gekriegt haben. Ja, hier sind wir rausgekommen. Nee, also ich glaube, so einfach kommen wir hier nicht zum Weißen Haus rüber. Und ich will hier jetzt auch nicht weiter rumeidern irgendwie. Besonders lange. Oh, ach so, das ist die Maison de Beauregard. Ja. Und hier wäre dann Metro Georgetown Promenade Foyer Wohnhaus. Ja, ich glaube, hier war das mit der. Vorsichtig. Ja. Oh, was haben wir denn da? Aber ich glaube, da sind wir schon mal rausgekommen und da war hier oben die. Hier radelt es jetzt gleich. Waren wir hier schon mal drin? Naja, hier waren wir schon mal drin. Also wieder raus. Ja, und kamen wir hier raus und hier war. Irgendwo landete hier ein Vertibird, wenn ich mich recht erinnere noch. Was ist eine Bahn? Die muss ich nicht abschießen. Okay. Ich will hier nur noch mal ganz sicher gehen, dass wir hier auch wirklich schon mal alles hatten. Wohnhaus. Warte mal. Das ist die, das Bradley Place. Wo ist das Wohnhaus? Ach, da kommt man von hinten rein. Alles klar. Dieses Haus magst du nur von hinten. Okay, alles klar. Das war ein schlechter. Das muss aber ab und zu mal sein. Metro Station. Oh, ist das groß hier. So. Where's the Wohnhaus? War das nicht hier, wo der Verrückte sich in der, wo der Verrückte den Typen in die Luft gesprengt hat? Ui. Nö. Also hier kommen wir nicht lang. Oh, vordersichtig. Aktiviere Druckplatte. Druckplatte entschärfen. Ja, aktiviert. Normalerweise hätten wir jetzt hierfür Erfahrungspunkte bekommen. Also das Fallen deaktivieren können wir uns sozusagen sparen. Aber wahrscheinlich war der Typ mit der Bombe hier oben. Raider. Man findet ja doch noch ein bisschen was hier, ne? Na, hast du Spaß, Robi? Ich sag, warum sage ich mal Robi? Weil ich an den gewöhnt bin. Ja, den müssten wir eigentlich auch noch töten. Ja, töten wir unsere alten Begleiter. Das hat auch immer was. Ja, nee. Ist das dann hier lang? Wo ist dieses Wohnhaus? Hier ist irgendwo ein Eingang zu einem Wohnhaus. Wird hier angezeigt. Wahrscheinlich da vorne das. Nee, das ist mit Brettern vernagelt. Hier sein. Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature? Ja, also hier müsste es sein.
Und es soll von dieser Seite aus reingehen. Ausdrücklich nicht von der anderen. Pass auf, wenn es jetzt von der anderen Seite reingeht, Bethesda, wir müssen reden, dann wahrscheinlich dann doch mal. Da ist eine Tür. Ach so. Ja, das ist. Ich sehe hier vorhin noch das Schild und denke so, hä? Was ist das denn besonders? Aha. Ja, also mit Gegnern hier drinnen rechne ich jetzt mal nicht, Rabbi. Ihr wisst warum, ne? Ja, wenn wir es hier schon angeboten kriegen, nehme ich auch mal Junk Loot mit. Er ist nicht mehr krank, er lootet wieder Junk. Ja, so ist es. Boah, aber hier gibt es auch eine Menge davon. Und vor allen Dingen, unser Supermutti ist auch noch leer, also insofern gönn dir, ne? Also, ich gönn mir. Ja. Wollten Sie etwas haben? Drüber. Ja, ja, du kannst aber mal ein bisschen was doch. Von dem Junk, das ich hier aufgesammelt habe, kannst du nehmen. Und auch ein paar Sachen, die wirklich was wert sind. Komm. Eichhörnchen am Stiel. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es schönes, mageres Fleisch ist. Ja. Alle Veganer jetzt sofort gegen mich. Und alle Tierfreunde natürlich auch. Warum? Das soll er natürlich nicht nehmen. Obwohl, das kann er eigentlich rumtragen, ne? Ich nutze es ja sowieso nicht. Ja, logisch. Aber logisch gibt es ja schon. Plasmagewehr, nimm das. Alright. Ach, ich hätte auch mal hier, ne? Hätte ich reparieren können, den ganzen Quatsch. Dann wäre das jetzt gar nicht so schlimm. Alter. Ja, das hätte ich alles reparieren können, dann hätten wir jetzt noch mehr Tragekapazität. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wo gehen wir eigentlich nachher hin handeln? Also denke ich jetzt schon drüber nach, weil wir werden bald wieder entlooten müssen. Los, machen wir uns auf die Beine. Diesmal will er nicht. Okay. Och, Teddybär, gib her. Der Leiche des armen kleinen Kindes aus den Händen gerissen. Was wollten Sie sagen? Dass ich ein Schwein bin. Und ich habe gerade einer Leiche eines kleinen toten Kindes seinen Teddybär aus den Toten. Alter, nee, ne? Vögelchen, kannst du mal näher kommen? Steht er da in der Tür? Und ich werde. Doch, ich krieg ihn durchgeschoben. Gott, da ist getrommelt und gefiffen. Alter Schwede. Dieser Robi ist aber auch wirklich eine Pest teilweise, ne? Das war's jetzt schon. Alter, haben wir heute eigentlich nur Billo-Locations hier irgendwie? So, ich bin jetzt irgendwie out of clues, was wir hier noch machen sollen. Wahrscheinlich gar nicht. Sollten uns wahrscheinlich irgendwo einfach mal hintransportieren, wo teleportieren, wo richtig was los ist. Denn das hier ist einfach mal überhaupt nichts. Komm, Weltkarte. Was ist das da? Dupont West. Da waren wir auch noch nicht. Wollen wir versuchen, da hinzukommen? Dupont Station. Okay. Ich habe heute übrigens nicht viel Tee am Start. Ich habe nur Kaffee am Start. Und ansonsten habe ich noch Cola. Lustig, ne? Lustig, weil Rülps. Ja, das sieht so aus, als würden wir hier wieder mit Muttis zusammentreffen. Mutti! Lauf mir nicht in die Zielrichtung, Kollege. Ach, guck mal. Er kümmert sich schon. Hat aber ein bisschen Pathfinding-Schwierigkeiten. Das kommt mir hier sehr bekannt vor. Ja. Warte mal. Lokale Karte. Ah, ganz am Anfang. Ganz am, halt. Ganz am Anfang waren wir hier. Halt. Ich werde mal. Warum haben wir die noch nicht entdeckt? Wir sind doch hier mittendrin im Geschehen. Warte. Wir gehen da rein und vielleicht kommen wir von dort aus. Wird wahrscheinlich wieder alles respawned sein hier drin. Wahrscheinlich
Ah, geben Sie einen Übergangsnamen ein. Wie immer. Ich weiß auch nicht, das ist irgendeine Tastaturkombination, die ich wohl irgendwie mal zwischendurch immer drücke. Ja, siehst du, hier ist schon alles geradet. Gelootet meine ich natürlich. Nur lokale Karte sehen. Wir kommen da nur hin. Warte mal. Es sieht so aus, als hätten wir den ganzen Kram hier noch überhaupt nicht erkundet. Hier drüben. Hier. So, Junk Loot kommt jetzt erstmal nicht mit. Es sei denn, das ist hier nur so ein kleiner Raum. Dann hatten wir das hier doch schon mal. Nee. Wo bist du denn? Stopp. Sollen wir noch weiter verstecken spielen? Wo ist sie denn? Ach. Nein. Schade. Okay, alles klar. Das war zu einfach. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wo sie sich rumgetrieben hat. Was ist das hier? Öffne Tür. Hä? Hier können wir noch nicht gewesen sein, denn diese Türen schließen sich nicht von selbst. Es sei denn. Haha. Diesmal nicht, Mutti. Diesmal nicht. Hast du das Blut abgekriegt, Mutti? Was ist los? Warum schreist du so? Also das ist jetzt mal wirklich gar nicht schön, ne? Ist es doch, oder? So, dann wollen wir mal gucken. Keine Dietriche. Na dann. Doch hier nicht verarschen von denen. Warte mal. Ich muss mal hier einige Teile Oh, erste Hilfekasten. Danke. Oh, hier ist eine ganze Drogenbibliothek, wollte ich gerade sagen. Glaube, ich muss diesen Raider mal entfernen da, also die Raider-Dame da mal entfernen. Huch! Hier ist was zum Spielen, Mutti. Ja. Sonst noch irgendwas hier? Ja, jede Menge. Also hier ist jede Menge lustiges, Lustigmachzeug. Ja, so. Momentan und sind wir sicher. Frag sich, wie lang? Ach ja. So, also hier sind wir rein. Okay, alles klar, aus dem Weg, Mutti. Warte. Wenn hier Raider drin sind, dann sehe ich es nicht ein, dass ich da nicht meinen Spaß habe. Wo ist das Gleisgewehr? Da ist das Gleisgewehr. Ach, guck mal, wer da ist. Als wäre er gerade gekommen, um mein Gleisgewehr zu schmecken. Mutti? Lass die Finger von meinem Raider. Ich werde ihn so schnell erledigen, dass du keine Chance hast, Mutti. Ha. Guck mal, er kann gar nicht mal seine Waffe ziehen. Das war zu einfach. Sogar ohne Watz. Ja. Würde ich jetzt auch mal so behaupten. Oh, warte. Achso, das ist eine fucking. Oh. Ich werde hier gerade gepierst. Ins Bauchi. Wow. Mit dem Gleisgewehr. Also hätte ich das jetzt hier gewusst. Oh. Noch ein Mark II Geschützturm. Wow. Oh. Vielleicht nicht stehen bleiben. Würde ich auch sagen. Wo bist du denn? Hab dich. Na komm. Immer wieder ein Spaß. So, war diese Gegend macht mir Sorgen. Mir nicht mehr. Es hat sich erledigt. Keine Angst, Robi, wollte ich gerade wieder sagen. Mutti, keine Angst, liebe Mutti. Wir machen das schon klar hier. Diese Gegend macht ihm Sorgen.
Mir nicht. Ich habe hier meinen Spaß. Was nichts Besseres als All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Dada. Was? Moment. Ach, das war Köpfchen. Hier unten hatte ich noch einen kleinen Blutregen verursacht. Ja. Rain of Blood. Ja, ich weiß, kein Junk Loot mehr. Aber, ach ja. Was haben wir hier bloß? Was ist das? Welch Teufelswerk? Würde mich wundern, wenn hier nicht noch mehr Raider wären. Nein, jetzt werde ich wirklich dieses Junk nehme ich jetzt nicht mehr mit. Hier sind lauter Brauseflaschenkram. Da ist noch eine Tür. Servicebereichstor. Ich gehe nochmal zurück, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir da drüben nicht auch noch einiges zu entdecken haben. Also, jetzt sagt mal, das ist doch eigentlich spannend hier. Auch wenn wir an keiner der Lokationen heute ankommen, die ich so gerade immer aussuche, ne? Ich sage immer so von wegen, ja, dann gehen wir mal dahin, dann gehen wir mal dahin und dann kommen wir da nicht hin. Nö, ich denke mal, warte mal. Ich sollte viel öfter die lokale Karte suchen, nutzen. Nö, ich glaube, das hat sich erledigt. Odi, komm mit. Ach, das schöne Geräusch des Junk Loots unter meinen Füßen. Es tut mir zwar im Herzen weh, aber tja, ich habe ein Herz. Auch ich habe eins, ja. Und es zerbröselt, wenn ich daran denke, dass ich all dieses wunderbare Junk Loot hier liegen lassen muss. Aktivieren Schalt. Jo. Hallo, wer ist denn hier? Ist hier wer? Da liegen tote Gulibulis. Wer hat das denn getan? Mutti, warst du schon hier, ohne dass ich es weiß? Oder da liegt noch ein Hupenraider. Ja, hübsch. Ah! Entschuldigung. Ja. Nein. Vielleicht. Ja. Was hat das eigentlich zu tun? Da steht Laserstrahlennetz entschärfen. Das ist keine Laserstrahlennetz. Das ist einfach nur ein beknackter kleiner Stolperdraht, den man sogar in Minecraft bauen kann. Also, echt ey. Na? Bethesda, wir müssen gar nicht reden. Ihr seid doof. So, was haben wir hier? Tür zu nach. Ja, ich hau immer mit meiner Hand. Hier die blöden Haare jucken. Diese Pseudo-Haare. Metro Central, Pennsylvania Avenue. Hier waren wir aber schon mal. Ja, ja. Gott, ein schönes Lächeln. Gute Zähne. Ui, nicht mehr. Oh. Ich hab Spaß. Köpfchen! Tut mir leid um dein Mädel. Die hat ein schönes Lächeln gehabt, aber. Ja, du auch. Ja. Also stirb du auch, meinte ich natürlich. Ne? Ja. Sturmgewehr, halb so schwer. Heute kommt die Feuerwehr. So, dann einmal das. Och, ich kann nicht mehr laufen. Rösti, ich kann nichts mehr. Ist ja schon gut. So, ja. Chinesische Pistolen können wir ruhig reparieren, denn Nagelschlagringe können wir auch reparieren, ne? Ach, guck mal. Und Sturmgewehre können wir auch reparieren, ne? Zehn mm Pistolen können wir auch reparieren. Ja. Und Kleidung, jetzt kommt's. Wo ist die. Keine einzige Blasmeisterrüstung. Mir wird schlecht. Das ist pervers, dass es hier keine einzige Blasmeisterrüstung gibt. Das ist illegal. Aber jede Menge Sadistenrüstungen. So. Das war mal eine erfolgreiche. Also hier waren wir noch nicht. Das wäre mir neu, wenn ich sowas liegen lassen würde. So, dann. Jo. Nein, und ich sehe das gar nicht jetzt als Cheaten an, dass ich
das so machen. Ich nutze, was das Spiel mir bietet. Wow, es schön. Es ist schon verblüffend, dass Ihnen die Leute so sehr trauen, dass sie mich nicht angreifen. Guck mal, es ist schon verblüffend, dass dieser Kopf dieses Mädchens da so tief an die Wand genagelt wurde. Das ist schon verblüffend. Aber man sollte immer in hier und jetzt leben und vor allen Dingen auf der Hut sein. Ja, das sollte man. Okay, pass mal auf. Gib mir mal wieder die lokale Karte. Man sollte immer auf der Hut sein. Oh. Ein Gulli-Bulli. Ich hab's doch gewusst irgendwie. Bumm. Ui. Sail away. You can fly. Ich höre irgendwo noch einen. Ach, Ärmchen. Gib her. Immer eine gute Ockenversorgung. Ich kann hier noch nicht gewesen sein. Hier ist lauter Junkloot, das rumliegt. Naja. Vielleicht hatte ich auch schon letztes Mal keinen Platz mehr im Inventar. Wer weiß. Wer weiß. Ich nicht. Pass auf, Mutti, wir sollten auf der Hut sein. Auf jeden Fall. Ja. Und immer im Hier und Jetzt leben. Ja, also wenn ich jetzt hier raus bin und wir finden nicht ganz schnell die Orte, an die ich will. Ach, dieser Kakare. Ja, also in der Richtung ist unser Marker. Mein Marker. Es ist meiner, nicht deiner. Auch nicht der von Rainer. Westbound Foggy Bottom. Foggy Bottom, da waren wir doch gerade. Das wisst ihr ja auch. Ja, hier in diesen Dingern gab es ja immer gut was zu looten. Was ist das da? Hier war ich auf keinen Fall. Halt. Das ist mal falsch. Da gehe ich gegen an. Okay. Nö, also hier war ich auf keinen Fall. Sonst hätte ich das ja schon aufgemacht. Ne? Diese Durchgänge hier zwischen den Bahnlinien, die haben ja immer irgendwas zu bieten. Hier Dienst, Elektronik. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber können wir gut verkaufen, den Schrott. Hier gibt es keinen Aufgang? Nö. Nicht mal einen Sonnenaufgang.